Die Alba-Will-Realschule in Winnenden. Der Ort, an dem Amokläufer Tim Kretschmer 12 Leben auslöschte. 9.30 Uhr. Tim Kretschmer betritt bewaffnet die Schule. Sein mutmaßlicher Weg führt ihn direkt in die Lehrräume im ersten Stock. Durch die Tür des Chemiesaals erschießt er die Lehrerin Maike S. Raum 301. Dort wird die 10D unterrichtet. Hier richtet der Täter ein Blutbad an. 6 Schüler sterben in diesem Klassenraum. Steffi K., Jacqueline, Vicky, Nicole N., Ibrahim Y. Sie sind alle 16 Jahre alt. Auch Selina fällt hier den Kugeln zum Opfer. Angeblich kehrt er noch zweimal in diesen Raum zurück, feuert immer wieder mit seiner Beretta um sich. Auf dem Gang trifft er auf 2 Lehrerinnen, die 24-jährige Deutschlehrerin Nina M. und die Physiklehrerin Michaela K., 26 Jahre alt. Wollten sie sich ihm in den Weg stellen, ihn aufhalten? Es gelingt ihnen nicht. Kretschmer ermordet sie kaltblütig. Die Räume zur Linken sind vermutlich alle leer oder verschlossen. Am Ende des Ganges befindet sich das Zimmer der Klasse 9C. Auch hier schießt Kretschmer um sich, tötet 3 Schülerinnen. Die 16-jährige Chantal S., die 15-jährige Christina S., die 14-jährige Jana S. Polizisten sind mittlerweile in die Schule eingedrungen. Tim Kretschmer flieht vor ihnen durch den Hinterausgang. Auf seinem blutigen Weg durch die Realschule gab er insgesamt 60 Schuss ab.